Летели облака, летели далеко, как мамина рука, как папина трико, как рыбы корабли, как мысли дурака над стеклами земли. Летели облака, летели облака, летели далеко, как мамина рука, как папина трико, как рыбы корабли, как мысли дурака. New vlog! I was like, I could bring my camera so we can just vlog a little. For your YouTube? Yeah, I didn't post anything on YouTube for a while. Mm. And now I was like, maybe I could vlog this trip to Vienna. Mm-hmm. Because last time we also vlogged. Yeah. Should I insert the clip from last year? And we are going to Paris! And spoiler alert! We're moving to Paris next year. We just decided right now because yes, we don't have no boyfriend, no kids, no pets. And I think there's no better time. Yesterday I was just joking, you know, I was just I was serious. Maybe I'm gonna move to Paris, and then she was like, are you fucking serious? And then she started looking planning. Up, yeah, planning already, like, what kind of visa we need, like, everything. Yeah, surprise. Why not? We are not in Paris. Paris. But just we are in, Austria. Where are we? Vienna. Vienna. Getting ready for the day. Cute. You guys are gonna be okay? Mm-hmm. Sure. Sure. Are we gonna be okay? Okay. So what are we doing now? Going to Lush. In my fresh mask. Yeah. They also have Lush in Korea. Yeah, but it's very expensive. Yeah, I think for us the Korean products are expensive. Yeah, same. And same. Vice versa. So yeah, we're checking out the Lush store in Vienna. And it's a really romantic rainy day. We just spent you think some so? For me, yes. Oh wait, yeah. So
we have an apple strudel with vanilla sauce and just Viennese soup. Und dann heißt es immer. They just started relationship. Yeah. What? It's last year. They always like talking about bad stuff to me, each other. And about then, you? No, each other. Between them, like he was like, oh, she's like this, right? Yeah. And then this is crazy. One day they said we broke up, blah blah blah. And then he was talking about like too much, like bad shit, like. Breakfast is served. Wir haben hier einen Toast mit Avocado, Thunfisch und Eier. Die habe ich hier gerade angebraten. Das ist unsere Toast Station. Und diesen Ausblick werde ich richtig vermissen. Ich glaube, die stehen hier auf Flamingos. Das sind hier überall. Da hinten ist ein Flamingo-Gummi. Und da. Ja, everywhere. Level 2. Level 3. Ich in einer echt ländlichen Gegend. Voll sweet. Die haben mich hier gerade mit dem Auto hierher gebracht. Lustigerweise. Ich schaue mir heute zwei Wohnungen an. Ich bin gespannt. Ich schaue aktuell eher in ländlichen Gegenden. Ich bin tief innerlich eine alte Dame und ich habe irgendwie bemerkt, dass es mir persönlich, also ich möchte schon irgendwie in einer Stadt wohnen, aber ich muss nicht mehr im Zentrum wohnen, weil es einfach auch sehr oft laut ist, sehr viele Leute. Und ich habe mir auch so ein bisschen überlegt, wie eigentlich mein Lifestyle ausschaut, weil in Reality gehe ich gerne früher schlafen, gehe nicht oft feiern, habe einfach gerne Natur um mich herum und bin auch jemand, der gerne mal laufen geht, und deshalb brauche ich einen Park in meiner Nähe. Und jetzt bin ich quasi gerade auf dem Weg zu dieser Wohnung. Lustigerweise habe ich aus Versehen die falsche Adresse eingegeben und bin jetzt bei der Wohnung, die ich eigentlich erst später anschaue. Aber ich bin eine Stunde zu früh hier. Von dem her, ja, ist ganz gut. Ich teste auch gerade aus, wie es sich anfühlt, in dieser Gegend zu vloggen. Aber ja, es ist weird. Ich war noch nie hier. Ich bin hier gerade im 13. Bezirk und jetzt gehe ich eigentlich in den 12. und habe einen kleinen Walk, und ich glaube, ich werde jetzt mal meine Mom anrufen und ihr ein bisschen ein paar Updates geben, wie es mir geht. Seht ihr das Wetter? Es ist so richtig gloomy. Ein richtig komischer Tag, es ist so ein bisschen schwül. Ja, ich bin jetzt schon in der Nähe von der Wohnung, die ich anschaue. Ich habe so gemischte Gefühle. Ich hoffe, dass die Wohnung nice ist, aber ich bin hier eben nirgendwo. Und die nächste U-Bahn-Station ist über einen Kilometer weit weg. Und
Eigentlich habe ich immer eine Wohnung gesucht, wo die nächste U-Bahn-Station so 5 bis 10 Minuten zu Fuß weg ist. Aber wie gesagt, ich bin gerade auf diesem ländlichen Trip. Und ich habe mir dann gedacht, bevor ich wirklich in einen Vorort ziehe von Wien, wo ich noch weiter draußen bin, kann ich ja einfach in einen Bezirk ziehen, der ländlich ist. Und to be honest, ich bin eine Person, ich bin fast immer mit dem Rad unterwegs. Und ich glaube, dass es, wenn man mit dem Rad fährt, bin ich in 20 Minuten in der Stadt. Ja. Ich warte immer noch hier. Es sind jetzt nur noch 10 Minuten. Und ja, das Ding ist, dass die Wohnung, die ich mir heute anschaue, die ist nicht mal mehr online. Also die Anzeige wurde direkt deaktiviert, weil einfach zu viele Leute geschrieben haben. Und trotzdem ist es dann oft so, wenn du einen Besichtigungstermin hast, dass einfach viele Leute gar nicht kommen. Ich hoffe einfach, dass das mein Win ist. Aber in erster Linie hoffe ich, dass mir die Wohnung gefällt. Weil, ich muss wirklich sagen, die Gegend, ich habe gerade geschaut, wo das nächste Café ist, es ist einen guten Kilometer entfernt. Aber die Gegend ist chillig, ruhig. Und von dem her, die Wohnung, wenn sie mich überzeugt, dann könnte ich mir schon vorstellen, hier zu leben. I bought something at Brandy. Das habe ich wirklich schon Ewigkeiten nichts mehr gekauft, aber das ist so eine Hose. Kann man so richtig raufgeben, wenn es vielleicht kalt ist. Und dann halt je nachdem high-waisted oder low-waisted machen. Und irgendwie habe ich sowas echt gesucht. Irgendwas, was halt so chillig ist für daheim, aber auch mal für unterwegs. Und diesen süßen Haarreifen. Was it not enough? It's moving out day. Ich habe jetzt schon alleine ausgecheckt. Ich hoffe, die Kamera ist scharf. Es regnet minimal, deshalb habe ich eine Cap auf. Und heute ist irgendwie der kälteste Tag. Aber ich wollte mich noch mit einer Freundin hier in Wien treffen. Deshalb musste ich schon mal weg. Und da dieses Airbnb hier, wie ihr seht, wirklich irgendwo ist in Wien, ja, habe ich schon mal früher ausgecheckt, weil ich wirklich eine Zeit auch dorthin brauche. Und dann später fahre ich auch schon wieder nach Hause. Ja, es war ein richtig wholesomer Trip. Ich fühle mich so wertgeschätzt. Es war wirklich einfach schön, mit meiner Freundin und ihrer Familie und ihrem Verlobten abzuhängen. Letztes Jahr in Barcelona war sie einfach noch Single. Look how cute. Ich habe einfach mal diese Ohrringe geschenkt bekommen. Sie hat gemeint, ich bin jetzt auch deren Kind. Ja, und der Plan ist, dass ich dann nächstes Jahr nach Südkorea komme. I'm very excited. Aber bis dahin, ja, muss ich noch ein bisschen hustlen, damit ich die Zeit und das Geld habe. Nach Hause geschafft. Ich bin ein bisschen müde, aber es war noch ein richtig feines Coffee Day. Jetzt bin ich gerade dabei, dass ich meinen Koffer oder meine Tasche auspacke. Ich war ja doch jetzt 4 Tage oder so in Wien. Kennt ihr das, wenn ihr von engen Freundinnen einfach so influenced werdet und wenn ihr dann Zeit mit denen verbringt, ist es meistens so, dass die eine Freundin sich denkt, sie möchte sich dieses und jenes irgendwie kaufen und die andere Freundin macht was ähnliches und mit ihr, es ist einfach so nice, weil ich habe online gesehen, dass sie so einen Faltenrock quasi anhat und ich habe zufälligerweise einen ähnlichen, also habe ich den mitgenommen und sie hat es halt so gefeiert, sie hat gesehen, ich habe diesen Rock dabei und sie hat sofort ihren geholt und hat so gemeint, ja, ich ziehe heute den an
Und ich finde sowas halt so schön, weil ich habe dann zu ihr halt so gesagt, ja, oft ist es halt so, dass viele Frauen das richtig uncool finden. Aber es hängt halt wirklich so davon ab, wie die Freundschaft ist, weil ich hatte das auch schon ein paar Mal, wo ich halt irgendwie Freundinnen hatte, die das auch die ganze Zeit gemacht haben, aber halt nie so wirklich das acknowledged haben, dass sie das einfach von mir haben. Like, it's alright, you can have it. Ich fand es halt immer total weird, wenn jemand dann so tut, als wäre ihm das eingefallen. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ich bin kein Lash Girl. Ich bin generell jemand, der sich sehr, sehr selten irgendwie Beauty-Produkte kauft. Ich habe ein paar Sachen auf meiner Wishliste, aber ich bekomme sehr oft was und ich bin ständig am Aussortieren. That's why. Auf jeden Fall hat sie das hier im Haar. Ich habe schon eigentlich gerochen, als ich sie begrüßt habe und war so, okay, what's that smell? Es riecht super süß und ich mag normalerweise keine süßen Düfte. Aber ich habe sie die ganze Zeit gerochen, als ich neben ihr gegangen bin. Und sie meinte dann, dass das ihr Conditioner ist, ihr Leave-In Hair Conditioner. Und ich habe den jetzt die letzten Tage von ihr ausgeliehen quasi und ich rieche seitdem immer mal wieder an meinen Haaren und irgendwie war ich so, als ich im Bus gesessen bin, habe ich mir echt so gedacht, oh, voll schade, dass wir uns eben jetzt nicht mehr sehen, aber ich kaufe mir einfach dieses Leave-In Ding und dann habe ich sie irgendwie immer ein bisschen bei mir und ich finde, es riecht irgendwie richtig nice. Also das ist ein Geruch, mega süß, es riecht ein bisschen wie eine Bäckerei. Ja, try it out. Ich bin gespannt, ob andere es an mir riechen werden, aber ich fand es irgendwie richtig nice und das kann man im nassen Haar und im trockenen Haar verwenden und ist auch ein Hitzeschutz dabei. Ja, I kinda like it. Und was habe ich noch gekauft? Weil ich sowas nicht habe, habe ich mir eine Thermostrumpfhose gekauft in diesem Nude-Ton. Weil ich mir einfach denke, ich habe sowas in Schwarz und in Blau, aber manchmal möchte man einfach irgendwie so ein bisschen tun, als hätte man ja nichts drunter. Und die habe ich bei Calzedonia gekauft. Ja, yeah, that was it. Dann ist heute noch irgendein Event oder irgendein Tag in Graz. Da habe ich noch eine Tasche bekommen mit verschiedenen Sachen. Ich habe eigentlich alles weggeschmissen. Es waren so ein paar Flyer drinnen. Aber ich habe ein Notizbuch bekommen von einem Hotel. Aber ich finde sowas immer voll praktisch, weil ich schreibe ja jeden Tag mir To-Do-Listen. Und ja, zum Beispiel hier. Schauen wir mal, ob eh nichts draufsteht, was ihr nicht sehen dürft. Eigentlich nicht, aber so schauen die Listen aus. Ich mache dann immer so ein kleines Kästchen daneben und ich finde es einfach satisfying, das abzuhaken. Und das sind normalerweise einfach so Blöcke, wo ich eben jeden Tag eine neue Liste draufschreibe, weil für mich, ich brauche das einfach, um irgendwie so einen Überblick in meinem Kopf zu haben. Genau, das war mein Wien-Vlog. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal alles auspacken, Wäsche waschen, Kaffee machen und dann mit Love is Blind anfangen. Habe ich nämlich gesehen, dass US eine neue Staffel hat. Und ja, dann ins Wochenende hüpfen und nächste Woche erwarten mich wieder neue Termine im Studio und auch auswärts. Und wenn ihr wieder öfter Vlogs von mir haben wollt, wie immer, ich glaube, ich sage das nach jedem Vlog, aber ich meine es auch wirklich so. Eigentlich vlogge ich voll gerne. Das Leben ist nur manchmal so schnell oder es passiert so viel, dass ich, ja, wenn ich dann den Vlog nicht direkt danach schneide, das Gefühl habe, dass es nichts mehr bringt, wenn ich das im Nachhinein hochlade. Aber es ist total Bullshit und danke, dass ihr zugeschaut habt. Pussi!